Hallihallo Leute, ich möchte euch begrüßen zu dem heutigen Stream. Ja, dann ja, wollen wir mal anfangen hier. Oh ja, muss noch das Mikrofon etwas genauer einstellen, denn ich glaube, ich habe jetzt... Ja, ich glaube, jetzt soll's gehen. Okay. Okay, ja dann können wir ja anfangen. Ja, ich habe mir gedacht, ich fange mal wieder mit Bass 9 an, so in Richtung Storytelling und so weiter und so fort, dass wir ein bisschen Geschichte haben, der wir folgen können. Und ja, dann haben wir halt gedacht, jetzt so ein bisschen Thriller-Time. Bin mir noch nicht sicher, ob die Grafikeinstellungen so hinhauen, wie ich es jetzt eingestellt habe. Ich habe vorher schon mal reingeschaut, es sollte eigentlich alles flüssig laufen, mit dem Stream auch, also ich hoffe mal. Ja, das Spiel ist leider... Ah, sehe ich gerade, ich habe eh die Möglichkeit nochmal neu zu starten, das ist sehr gut. Dann Neustart, ja, möchte ich. Let's enjoy. Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Okay. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden. Mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn sie mir nicht helfen, kann ich nichts für sie tun. Tio. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Holy! Müssen Sie stoppen, Sie haben keine Ahnung, womit Sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Oh, William Defoe. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen Sie stoppen! Verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Sind sie auch schon. Moment, was ist hier los? Die Kleine, die heute rankam. Wo ist sie? Rainbow Six. Oh!
Was hast du getan? Was für ein Raum? Okay. Ah, da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Time for what? Okay. Ja, bewegen WASD, okay. Ja, aber da ist ein Punkt auf dem Boden. Kann ich die Barbie-Puppe... Ich will die Barbie-Puppe nicht mitnehmen. Ich kann doch was mitnehmen. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Oh, come on, man. Hey, da läuft ein Cartoon im Fernsehen. Den schauen wir uns an. Oh yeah. It looks very interesting. Ja, die haben sich da richtig was angetan. Okay, dann schauen wir das mal. Scheint interessant zu sein. Los jetzt, Jody! Leck mir um Jody. Ach Gott. Dann komm ich halt. Elender, nerviger Mann in weißer Jacke. So. Okay, Nathan wartet auf uns. Ja, wo wartet er? Mhm. I running circles. Ah, verdammt! Noch mehr Männer in weißen Jacken. Wo ist immer hier? Er ist fast fertig. Er war vor 2 Wochen fertig. Ja, und er ist fast fertig. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Hast du mich gerade Süße genannt? Würde hier aufpassen. Am Wochenende soll es regnen. Dieses Jahr regnet es viel. Wir sind da. Kann man wohl sagen. Aber es war nicht wirklich kalt dabei. Nein, war es nicht. Jaha, wir sind da. Hey Jody, na wie war bisher dein... The Fall! Hallo, alte Haut! Tu's nicht! Na, ich okay, grad, muss aufpassen mit der Stimme. Wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm, genau wie eine Krone. Jetzt bist du eine Prinzessin. Komm, verarsch ihn anders, das ist doch nicht Prinzessin-like. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Sparta.
Hey Jody, kannst du mich hören? Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? I don't know. Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Ja, und was soll jetzt? Ah. Geh durch die Wand. Ah. I'm a ghost. And that is a star card. Nächste Karte. Was hat sie denn jetzt in ihren Pfoten? Viereck, Jody, Viereck! Sag's da. Nächste Karte. Every time the same move. Oh, Wasserwellen. Jody, Wasserwellen, los! Nein! Konzentrier dich, du schaffst das schon. Oh, verarschen die mir jetzt? Wenn ich jetzt nicht nachschaue, ist es was anderes. Nee, ist wieder Wasser. Jody, Wasser! Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Oh, was hat sie denn jetzt gebaut? Mit den merkwürdigen Bauklötzen? Bam! Gut, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Ja, die Frau. Jede Menge Sachen zum Verschluss. Und jetzt die Frau. Oh, Jody. Jetzt aber. Oh, I'm a evil ghost. Das war's. Tut mir leid, aber mir reicht's. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Die Tür ist verschlossen. Nein, Kathleen, sie ist nicht verschlossen. Sie klemmt sich ja nur. Einen Moment, ja? Ganz ruhig, Kathleen. Geh du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Niemals. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Siehst du, das ist ein Kacke, aber das ist ein Kacke, den man klicken kann. Jetzt aber. Ah doch. Ja. Ganz ruhig, Kathleen. Wir sind unterwegs. Jody. Stimmt was nicht. Sie ist in Gefahr. Ihr müsst sie da rausholen. Das ist jetzt alles kaputt. Schaut sich drin aus. Ah, jetzt geht's! Das Böse, deswegen. Los, brich sie ab! Jetzt aber. Jody. Ist vorbei, Jody. Ist vorbei. Es ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Will never end.
so süß. Du hast nur 34%, was hätte ich denn bitte noch machen können? Caitlin gewirkt, 25%. Okay. Ich will Caitlin nicht würgen. Das ist mir ziemlich Wayne. Enter. Hallo? Wo sind wir jetzt? Schüchtern, Kleid, Gäste, Plan B. Ich würde sagen Plan B. Aber... Ich fühle mich, dass alle hier starren. Das ist nicht nur ein Gefühl, es starren uns alle an. Was sind das alles für Leute? Ach, Diplomaten, Politiker, Geschäftsleute, Spione. Das übliche Botschaftsvolk. Spies? Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Ja, und wenn dich Plan jemand B. anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elisabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Mhm. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Ja, was muss ich denn tun, Leute würden? Da ist was. Den schnappen wir uns, oder? Nein, Jody! Los, schub sie um. Nee, okay. Ist das... Kann ich das kissen? Nee. Ja, Jody. Ich mit was soll ich interagieren? Ich hab keine Ahnung. Wie, how and why? Ich brauche einen ruhigen Platz. Mhm. Kacken. Du musst kacken. Los, Judy. Sogar mit Sitzkissen. Ist ja voll edel. Mhm. Ja, und jetzt schon. Oh. Sondern in dem Handtäschchen ist ein Block. Ein Stift. Aiden. Aiden, bist du bereit? Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter okay. ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden?
Jodie, ich finde das nicht toll, wie sich das zwischen uns entwickelt. Ich bin quasi dein elfender Geist hier. Oh, was ist denn da? Nix. Stalker incoming! Schnell, Aiden! Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Okay. Nach unten bewegen, nach oben bewegen. L? Was zum L? Mehr als sie denken. L geht nicht. Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein. Mist. Du musst zuerst die Wache ablenken. Irgendwie lenkt man die Wache ab hier. Ach, vor und zurück, vor und zurück. Okay, jetzt kann niemand mehr das Hauptbüro überwachen. Wir sind sicher. Ich muss nur was bei der Mausempfindlichkeit umstellen. Du kannst andere Leute nicht berühren, wenn du jemanden kontrollierst. Okay. Ich darf mich nicht berühren. Also, die Steuerung, die ist ja raus. Irgendwo muss ein Schalter sein. Das interessiert mich, um das Bild zu bewegen. Such ihn, Aiden. Ja. Ivan, suche Schalter. Ivan. Jetzt mach die Kacke da auf. Nix. Press the button. So, Omar Sharif, Bild fährt hoch. Omar Sharif ist sehr, sehr alt. Wer ihn nicht kennt, sollte mal googeln. Alter Filmstar. So, und jetzt? Das klappt nicht. Nee. Bring die Wache hier raus und öffne den Safe. Okay. Bring die Wache hier raus und öffne den Safe. Ja, was jetzt, soll ich nachher den Captain Iglo für Araba übernehmen oder was? Mach schon einen. Ah, so, okay. Jetzt lesen wir die Dokumente. Kann man ihm
Maus bewegen, ne, dass sie mir fast selbst ich kann nicht mehr viel länger. Okay, nicht bewegen. L? So. Was? L? Drücken. Drückt halten. Was? Ah. Nee, geht nicht. Wie kannst du drücken? Was? Was soll die Tasten sein? Wenn ich L drücke, passiert nichts. Wenn ich Pfeiltaste nach oben drücke, passiert auch nichts. Wenn ich beides gleichzeitig drücke, passiert auch nichts, hä? Was ich da drücken soll. Das ist nervig. Hallo? Ich schließe den Controller an. L passiert nichts. Pfeiltaste passiert nichts. Das ist der Stimmung ziemlich abträglich. Hey, Battlen. Boah. Alter Leiteln. Okay, Shift links und dann 2 ihr. Das muss auch noch schmecken, gell? Du Junge! Die kackt gerade. Genau, ja, geh raus. Komplize. Sehen Sie. Ich kann nichts tun, um ihm zu helfen. Anscheinend. Ja, ist wohl eins mehrere Male drücken. Ja, okay. Sieh schon, wir werden uns mit der Steuerung vom Spiel ziemlich schwer tun. Sollte man auch Portal anfangen. She looks like drunk. Drunk woman. Drunk woman leaving the toilet. The foe! You're not the foe. Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Genau. Gut. Ja, wir gehen. Hm.
Mission abgeschlossen, 98%. Okay. 2%, was? Nicht gespielter Weg. 44, was? Der unentdeckte Weg, aha. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jodie, du bettest doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Hm? Naja, mir gefällt die Farbe auch nicht, aber... Lass uns fahren. Hol einfach tief Luft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es ist doch nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben, vielleicht findest du da Freunde. Hm. Na, geh schon. Defoe. Du meinst, im Auto bleiben, ein bisschen mit Defoe quatschen? Er ist so nice. Oh, das Geschenk musst du mitnehmen. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, das wird dir gefallen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann um 5 da. Viel Spaß. Was fällt mir dazu ein? Sagt der Rabe nimmermehr. Achso, kann schon wieder. Running circles again. Hallo. Hey, Jodie, komm rein. Hallo. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jodie, nicht so schüchtern. Hey, Jodie, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Hm. Das ich bin weißt weg, du doch gar nicht. Kümmer gibt dich um es die wieder Gäste her. Und stellt bitte keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, was immer du willst. Ach, wurde auch Zeit, dass sie verschwindet. Hey Leute, das ist Jodie. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen? Nein. So ein Zeug? Ah, hochintelligente Jugendliche. Party time! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jodie, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Hm, ich glaub nicht, dass er das toll findet. Das wird sicher so eine Rape-Party hier. Ich will raus hier! Lasst mich raus! Freiheit. Spartans! Prepare for glory. Eieiei. Ist Tommy Gusta, ist neues Bueno. Wo bleibt die Musik? Hier, lass mich mal. Genau. Steht unter meinem Bett seit einer Woche. Jodie, lass dich. Oh, Jodie, die Steuerung. Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Mhm. Kirsten, total genial. Jodie, du auch eins? Nein, danke. Ist nicht mein Ding. Du verpasst echt eine Menge Spaß. Nach 3 oder 4 Bier sieht die Welt völlig anders aus. Ist klar. Okay, was ziehen wir jetzt hier ab? Das ist DDR. Nee, du nimmst kein Bier. Okay, Jodie, hör auf Bier zu nehmen. Trink es nicht. Jodie,
Du hörst nicht auf mich. Oh, Jody. Ah, geht doch. Willst du mal? Ablehnen. Oh, doch, doch. Klar. Ah, nee, warte, nee, lass. Nee, vergiss es. Du weißt nicht, was der da reingetan hat. Vergiss es. Jody! Jody! Verdammt. Kann das weit. Nein. Okay, immer so enttäuschen, das geht auch. Schau den an, der hat doch viel zu viel reingetan, der Junge, der kann doch nicht mehr Auto fahren. Das ist wahr, ne? Ach, ging mir damals auch so. Schön. Jetzt kann man das weglegen. Chill out. Welcome. Oh, Jody. Jody, auf zu rauchen! Das ist zu viel für dich! Außerdem bist du noch keine 18. Ja, genau. Alles okay, Jody? Naja, schau sie an, sie schwankt. Da ist hey, Bleichgesicht. Schau da. Ist wirklich alles klar? Wo ist das WC? Ist gerade heiß, Jody. So nee, es ist nichts okay und sie muss aufs WC. Ah, da ist es! Hallo, weiß, welcome, Toilet. Du fragst dich, warum wir hier sind. Ich frag mich dasselbe. Ja, ich weiß, du hast's mir gesagt. Ja, genau. Ich wollte nur mal sehen, wie das so ist. Ausgehen, Freunde haben. Ja. Rausgehen und Freunde haben ist overrated. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ja, das sag ich ja. So stellt sich keiner das vor, die Leute sind asozial, hasserfüllt und niederträchtig. Wer will schon diesen Kontakt haben? Jetzt können wir nur reingehen? Nee, nicht! Wir gehen aufs WC. Wieso kann man nicht rauf? Oh doch, Jody, du bist smart. Jody, geh weiter! Nein! Jody! You're not smart! Jody! Hör auf mich, ich will dir nichts Böses. Du musst weg von diesen bösen Leuten, die dich zu Sachen verleiten. Es bleibt nur die eine Möglichkeit, böses Spiel. Okay. Tanzende Leute. Ja, eine Tanzende. Gut, nimm mal den Sessel und zieh ihn jemand über rüber. Oder auch nicht. Da ist schon jemand. Hi. Hi. Hi, ich bin Matt. Jody, oder? Darf ich dir den Sessel wieder rüberziehen? Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Reserviert. Ich bin da in so einem Programm mit eigenem Lehrer. Klar. Ich wüsste bestimmt noch, wenn wir uns dort begegnet wären. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Im Prinzip kennt Kirsten mich nicht. Ihre Mom ist in meiner Einheit, deshalb bin ich eingeladen. Leute. Ich war vorher in London, aber seit 2 Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? Alter. Naja, nachdem wir keinen Kontakt wollen, können wir auch lügen. New York? Mann, ich liebe New York. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Ich war mal da, voll abgefahren. Hast du denn Hobbys? Das geht ihm scheiße. Was dir Spaß macht? Ich surfe so oft ich kann. Und ich spiele in der Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du?
Alter, so wie der da reingräbt, schau sie dir an, schau... Nichts Spezielles. Genau, reserviert. Ich lese viel. Sie ist viel zu jung für dich, Bro. Langweilig. Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Ich rede nicht gern darüber. Sorry, Mom, ich bin blöd. Ich hoffe, du bist nicht beleidigt. Nein. Oder so. Doch. Nein. So. Go ahead. Sie ist so für dich. Was Langsames. Willst du mit mir tanzen? Oh, Leute. Bitte. Ich kann das wirklich nicht gut. Ist schon okay. Ich kenne das auch nicht so richtig gut, also. What? Ich war da zu langsam. Was hat er gedrückt? Was hab ich gedrückt? Ach nee, tanzen! Alter! Tritt ihn in die Eier! Wow! Sorry, ich glaube, tanzen ist nicht wirklich unser Ding, oder? Ist okay. Ich hab wieder mal den Swing-Titel nicht geändert. Ich bin Spezialist. Bestimmt hörst du das ständig, aber... Junge. Das ist echt hübsch, weißt du? Danke. Hey. Ist nicht wie die anderen, ich meine. Das war was wirklich Besonderes an dir. Mehr distanzieren. Danke. Du kennst mich doch gar nicht. Jetzt haut man das Mikrofon ab. Okay. Nee! Kaum stellt man was ein, schon knutschen die. Das ist ja furchtbar. Oh yeah. Unit tritt in die Eier. Leute, warum gibt Jody uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Nein. Klasse Idee. Das wird der Knaller. Okay. Ach, vergesst jetzt wird's das. Du bist doch nur Mist. Ja, komm, Jody. Zeig uns, was du kannst. Okay, Jody. Dann zeig doch mal was. Nein, ich kann euch gar nichts zeigen. Ich hab's doch gesagt, alles Blödsinn. Gut, okay, Leute, Zeit für den leckeren Kuchen. Und ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Obwohl, der Kuchen hat Zeit, ich mach erst Geschenke auf. Love, Jen, kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe, bestimmt Kniestrümpfe. Alter! Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Mein Zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Teenager von heute. Was ist das? Ein altes Buch. Es mieft scheußlich. Mhm. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Mhm. Edgar Allan wer? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, richtig. Nein, das ungebildete ist echt antik. Barbaren! Genau wie dein Kleid. Nein, ehrlich, ist das ein Scherz? Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Ja. Oh, das sind so nette Leute. Sie geht an die Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Oh! Und eine Nutte dazu? Ich wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Richtig, nette Leute. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Wir sollten irgendwas mit ihr machen. Jody, geh! Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen! Ah! Macht sie euch!
Nein! Nein! Oh, Meisterin der obskuren Dunkelheit! Bring uns deine mächtige Magie! Oh! Bitte! Bitte! Lass mich raus! Das war schon, als sie vorhin reinkam. Ich bitte euch! Bitte lasst mich raus! Bitte! Gab's nicht noch Kuchen? Bitte, ich will hier raus! Bitte, lasst mich raus! Ich bitte euch, bitte lasst mich raus! Tötet sie alle. Das habe ich nicht gesagt. Ja. Sozialer Kontakt wird überbewertet. Bitte. Sind es Versis? Ich ersticke. Komm und hilf mir. Reiben. Können wir wieder was kaputt machen? Können wir wieder was durch die Gegend werfen? Muss ich was drücken? Ich kann doch nichts drücken. Jody, hilf mir. Hilf mir, dir zu helfen. Boss! Ja genau, das haben wir schon gelernt. Okay. Raus hier! Run! Run! Wir können es schaffen, wie im Resident Evil Haus. Nur haben wir keine Waffe. Gehen! Scheiß auf Rache! Puh. Schönes Erlebnis, schöne Party, wir gehen nach Hause. Oh yeah. Nicht gespielter Weg, ja. Nein, Entschuldigung, ich steig nicht auf die Flirterei von diesen asozialen Pisser ein. Widerliche Kacke. Ja. Ivan. Lass das mal. Wegen dir haben wir Ärger. Also hör jetzt auf. Wegen dir haben wir Ärger. Ich höre jetzt auf. Okay. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Na los, geh zu ihm. Ich warte hier, Schätzchen. Wie jetzt? Durch die Wand komme ich durch, aber durch die Tür nicht? Okay. Naja, ich gehe schon mal vor. Ah, der Foe. Ja, auf das Gespräch freuen wir uns. The Foe. Jody, er wartet auf dich. Hallo, Jody. Hey, Defoe, was läuft? Mein Name
Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Naja, er ist der Foe. Wir können mit ihm quatschen. Jody, mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Jody? Wir bleiben bei der Standardantwort. Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Ja, der Klassiker. Seit deiner Geburt? Ja, aber der Fokus wird sich nicht ändern. Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Kannst du ihn für mich malen? Defoe, du weißt nicht, was ich malen kann. Das ist es nicht. Jo, okay, dann malen wir Haus und Bäume und Blumen, das können wir. Achso, das malt Jody. Sehr langweilig. Jody? Irgendwas kann ich tun, ich weiß nicht mit welcher Taste. Oh, dieses Spiel ist so... Leute, ich glaube, ich schließe wirklich kleinen Controller an, weil... Da immer die Tasten suchen, was da eventuell gemeint sein könnte mit den Zeichen auf dem Keyboard, das ist... Oh! Ja, wie jetzt? Jody, mach mir nicht Spock. Jody! Ja, okay. Wieso passiert das nur manchmal? Keine Ahnung, was ich drücke. Was zum... Aha. Jody! Gott! Wie... Aha. Also das... Komm, das ist... Boah, das ist so PlayStation-Steuerung oder so Xbox. Stört's dich, wenn ich's ansehe? Weiß nicht. Bin enttäuscht von dieser Steuerung. Also, dieses Ding ist ein Freund. Und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Ist er jetzt gerade hier? Oh ja. Hier, Baby. Kannst du ihn bitten, was zu machen? Oh, der Fu.
sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Ich sag Aiden nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Nein. Das waren die Monster. Monster Incorporated. Aiden. So ist Haskell nicht Ivan. Wieder was gelernt. Oh, the foe. You again. No, you are not the foe. You are a cheater. Traitor! Dein Zimmer. Hier lernst und schläfst du für die nächsten 3 Jahre. Das Training startet morgen früh um 5. Sei pünktlich. Drei Jahre in diesem Zimmer, Alter. Hier kann mich nichts halten. Jody, deine Hose ist kaputt. Run, Jody, run! Komm schon, Holmes! Hopp, hopp! Was? Ich hab keine Ahnung, was du tust. Achso. Ja, ich bemühe mich doch. Ja, ich mach das gerade, aber es passiert nichts. Okay, ist bei der nächsten. Also, Leute, ich sag's euch, das Spiel jetzt noch fertig mit Maus und Tastatur, aber dann ist es vorbei, dann schieß ich den Controller an. Holy! Los, fest zugreifen! Nutz die Bewegung aus und schwing dich so rüber! Halt doch! Hier. Muss ich hier halten oder muss ich hier drücken? Die Steuerung für Keyboard, hey, ihr kennt's kaut. Ganz genau so, Holmes! Komm schon! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Ja, glaubst du, ihr habt den ganzen Tag Zeit mit dieser Kacksteuerung? Punch! Punchy! Hier, komm! Ich mach genau den Scheiß, den... Aha. Überseht. Geld machen für was? So jetzt echt gegen kämpfen. Ja genau. Ja jetzt. Sag einmal. Ja komm, das ist so. Ja, deine Mutter. Fangen wir nochmal an. Ja.
In Deckung. Zielen. Schießen. Dann zur nächsten mit der Maus. Okay. Kapiert? C. Und jetzt? Maus. John, komm raus da! Komm raus da. Ja, C. Ich hab C gedrückt. Los! Kenn das, wir war schon Call of Duty gespielt. Zielen! Komm schon! Deckung! Ja, ja. Du musst jetzt wieder in Deckung gehen! Ja, ja. Uli, ich hau euch, schwör ich. Ja, Welche? Was soll ich tun? Jesus Christ. Ich hab keine Ahnung, was da jetzt halt von mir verlangt wird. Das ist. Alter, das ist so... Ich weiß jetzt, was du tun musst, aber es ist so doof. Nein, die Rechnung ist falsch. Streng dich an. Ja, klar mit der Steuerung, dass die Rechnung falsch ist. Jetzt hau diese Ölfässer da um! Und jetzt weiter. Nur. Ja, was soll ich tun? Ja, schön. Hätte ich sowas holen können. So richtig. Was zur Hölle? Das ist Aiden. Er verteidigt mich. Sofort Schluss damit, Holmes! Jetzt! Verdammt, er bringt ihn noch um! Es reicht, Aiden! Es geht mir gut. Erklär deinem Ding, dass das ein Training ist. Er soll keinen umbringen. Ja. Ich kann ihm keine Befehle erteilen. Er ist eine wilde Bestie und kein verfluchtes Haustier.
Wenn mir jemand wehtut, dann greift er halt an, verdammt! Wir sehen uns dann morgen. Drücken muss, ich drücke auf alles. Los jetzt! Fetter Arsch. Ja, das ist. Der Traum. Der Traum aus tausend und einer Nacht. Ah, jetzt spring auf oder rennst du gegen die Wand. Mach's, so ein Rekrut! Das soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein! Ja, ja, Kaffee. So den Controller umschlossen, ich schwöre. Was? Was? Drei Taste. Ich kenne das Zeichen, aber ich... Was? Ich hätte einen Spagat. Hey, ihr kennt's mich. Ihr kennt's mich so. Ihr kennt's mich so. Ihr seid so funny, ihr seid so funny. Beide Kugeln, das ist eindeutig für einen Controller. Hallo? Ach Gott, ihr könnt euch so in die Schnauze nehmen. Den in die Eier! Keine Ahnung. Auf ein Knie, konzentrier dich und gleich von vorn. Dieses Food Training. Bitte zieh alle. Ugh!
Hm. Das ist mal so anscheinend. Nicht übel, Jody. Aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Wenn das kein Training wäre, dann wäre das dein allerletzter blöder Spruch, Wayne. Glückwunsch, Agent Holmes. Gut gemacht. Willkommen bei der CIA. Danke, Sir. Ja, Jody. Willkommen bei der Agency. Hey, du bist mit dabei, Jody. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und ich sage, wer jetzt bei der nächsten Runde noch mit dabei ist, der Controller. Oh yeah. Ich glaube, ich zock das heute noch. Oh, why me? Hello, bro. What's up? Aiden. Niemals. Komm, ich hab nicht geschlafen seit 3 Tagen. Ja, Mann. Okay, ich bin müde. Na, den kann ich ärgern. Was ich machen muss.
Ah, Amerikanski, Yankee, Yankee. Aiden! Mann, ich hab doch gesagt... Look outside! Mist! Guten Abend! Routine-Check! Juhu. Alle Ihre Ausweise, bitte! Ist klar. So Routine, dass da die Polizei entsteckt. Ausweis? Ma'am, zurück auf den Platz, bitte! Scheiße! Das ist sie! Das ist sie! Scheiße, sie! Alter, was ist mit dir? Haben wir meine Klamotten. Weg. Hey, was soll das? Der Schnauze. Bin auf der Flucht. Schnell, Ivan. Ja, Ivan. Yes. Smart. So wie immer, Ivan. Ja, na dann. Ja, ich sag mal, was ist denn das da für eine Verfolgungsjagd? Das ist ja wie aus. Ja, noch einmal her. Sehr verdächtig, sehr verdächtig. Wir müssen hier weg. Ich hasse Regen. Hast du Rot jetzt gut oder hast du Rot schlecht? Ich glaub schlecht. Oh Mann, mit der Steuerung ist so sicher. Greenwood, eine Spezialeinheit wartet auf Sie. Keine Ahnung, was sie angestellt hat. Ist aber anscheinend ziemlich schlimm. Die schicken die halbe Armee nur für Sie? Wenn Sie mal wieder ein Mädchen suchen, fragen Sie lieber gleich uns. Ja, genau. Hör zu, ich werde mal schauen, wann wir da ankommen. Bleib bei der Tür, okay? Nur die Ruhe. Sie fliegt schon nicht weg. Abwarten. Mich hier rausholen. Ja. Lattlund, ich würde sowieso sagen, es ist jetzt 1 Stunde 20 Minuten Stream, 1 Minute 21, 22. Deswegen würde ich sagen, fürs nächste Mal noch ein Controller-Time. Und wir werden mal jetzt an diesem Punkt hier
Fortschritt seit dem letzten Speicherstand geht verloren. Was? Ja, fortfahren. Was? Nein? Nochmal. Ja, aber Wiederholung. Okay. Naja, wir hoffen einmal, dass es ziemlich zeitnah jetzt gespeichert ist. Ja, probieren wir gleich aus. Schaut's, exklusiv. Ausblick aufs nächste Mal, wie wir einsteigen. Ah, siehst. Ja, also stürzt euch aufs nächste Mal drauf ein, dass wir wieder diese blöde Dachverfolgungsjagd machen. Also Leute, wie gesagt, ich wünsche euch was. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder. Keine Frage, hoffe es hat euch gefallen. Alles Gute, schönen Tag noch.